Gehen wir mal ran. Steel, ich würde dann dich... ich gehe runter wieder. Genau, du gehst runter. Sehr gerne. Julie. Ja. Ja. Ich bin allerdings irgendwie wirklich... Ich habe seit Freitag habe ich ungefähr 9 Stunden, ich glaube 10 Stunden geschlafen. Oh je, yeah, ich verstehe. Ja, ja, ich habe eigentlich dachte ich, ich mache mir ein schönes Wochenende und schlafe mal aus und so. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich halt, ich gehöre ja eigentlich gar nicht zum Team von der Veranstaltung, aber ich habe sich dann so ergeben, ich kenne ja ganz viele Leute und habe ich links und rechts die Leute angehauen, hey, kannst du nicht, wenn du fertig bist, zu uns rüberreden? Dann musste ich immer aufschreiben, welche Kanäle das als nächstes sind, in der Zeitzone von demjenigen. Ja. Ich hab echt die ganzen Tage und Nächte irgendwie so, dann, ich bin echt erledigt, aber ich meine das Ergebnis, ey, 5600. Das klingt mega. Das ist der Hammer. Wir haben das ursprüngliche, das sind jetzt 6600 Dollar, sind das ursprüngliche Spendenziel war 3000 Dollar. Dann haben wir es verdoppelt und selbst das ist noch übertroffen worden. Ja. Die bei der Stiftung, die sind ganz aus dem Häuschen. Die sagen, sie können das noch gar nicht glauben, was da vor sich gefallen ist. War das die erste Zusammenarbeit mit dieser Stiftung? Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Und wer hat das organisiert? Wer kam da drauf, auf die Idee? Einer der Twitch-DJs plus ein Plus. Und der konnte dann gleich 30 Leute, männlich wie weiblich, DJen wie DJ, dafür aktivieren. Mega. Wir hätten noch mehr, es gibt einige, wir hätten sie nicht mal gefragt, hätte ich noch weitere Empfehlungen bringen können. Irgendwie, wir könnten wahrscheinlich eine Woche voll kriegen, wenn jeder nicht nur 2 Stunden spielt. Ja. Ich habe... ja, also das ist vielleicht kurz was über die Stiftung. Die heißt Music for Children, ist in UK. Und die machen irgendwie schon, ich glaube 15 Jahre oder so, machen die Projekte, Musikprojekte für missbrauchte, benachteiligte, arme Kinder in der ganzen Welt. Und ja, und für die haben wir halt gesammelt und die können das halt, wie gesagt, die wissen immer noch nicht gerade genau, was passiert ist irgendwie so. Das Backoffice hat wohl irgendwie Überstunden geschoben, um das alles zu verbuchen und so. Und das war für die auch ein ganz, ganz krasses Wochenende für uns alle, aber ich bin aber auch nicht die Einzige, die komplett im Arsch ist. Sind einige Leute, vor allem halt die Organizer, da haben einige ganz, ganz wenig nur geschlafen. Irgendwie so. Das glaube ich sehr gerne. Unwirklich. Ja. Das heißt, wann ist dein Plan, heute schlafen zu gehen? In der nächsten Viertelstunde oder 20 Minuten? Ich kipp schon eigentlich die ganze Zeit hier weg. Ich hätte eigentlich schon mal 3 Stunden schlafen sollen. Ich habe heute noch, die Veranstaltung war heute, eigentlich sollte sie um 10 zu Ende sein. Sie war dann irgendwie um 11 Uhr irgendwas zu Ende. Aber ich habe mir dann nicht nehmen lassen, noch die Aftershow zu spielen, 6 Stunden. Ja. nochmal ordentlich einen rausgehauen, irgendwie auch wieder für 150 Zuschauer oder so. Ja. Hat halt echt Laune gemacht irgendwie. Ja, mega. Also das heißt, irgendwie alle Streams, die dabei waren, kamen auf so ein Level von 150 oder sogar zum Teil mehr? Nee, unterschiedlich. Also die Zahlen sind auch wieder runtergegangen, die Rates haben es dann wieder aufgefüllt. Ich meine, ich habe halt, jetzt stand heute über 4800 Follower, bei mir kommen halt so schon Leute, ich habe irgendwie so, ich muss nur den Stream anmachen und dann kommen mittlerweile regelmäßig schon 30, 40 auf einen Schlag. Bei anderen war es kam auch auf die Musik an, es war, ja, ich sag mal, ist halt, dass diese ganze Veranstaltung, das ist wohl irgendwie so Schnapsidee gewesen, die sie vor 3 Wochen hatten oder so und dann ist das halt sehr kurzfristig geplant worden und das Programm, man hätte es vielleicht anders gestalten können. Es war nicht unbedingt, dass Kanäle, die wirklich ähnlichen Stil haben, zusammengespielt haben nacheinander, sondern dann kam es halt wirklich, ich habe halt rausgehauen und dann kam halt so ein Doodle-Stream. Da sind die Leute natürlich abgehauen. Ein Doodle-Stream? Was heißt das? Ja, das war dann halt irgendwie so eher so Labermusik halt oder so. Nennt ihr das Labermusik? Nein, Doodle, habe ich gesagt. Doodle, so rumgedudel. Ach so, okay. Ja, also ich meine, ich will die Musik jetzt nicht schlecht reden, darum geht's gar nicht irgendwie so, aber es ist halt ein Bruch, wenn du gerade irgendwie so, ich hab so schnell gespielt, wie ich das sonst nie tue irgendwie, und wenn ich da gerade mit 140 BPM irgendwie rausgeknallt habe und dann kommt dann irgendwie da so eher so hausmäßig angehauchter Stream, dann ist das natürlich nicht so ideal. Ja gut, haben sich wahrscheinlich die dahingehenden DJs und DJs nicht unbedingt immer so richtig abgesprochen, oder?
Ja, es ist halt schwierig, aber es ist, was positiv anzumerken ist, also nicht alle, aber doch einige haben sich echt Mühe gegeben, für den besonderen Anlass auch mal was Besonderes zu machen, das nicht so zu behandeln wie jeden an Michael Wendler muss. Ja, das habe ich eben auch gelesen, Yogi. Zum Glück nicht höchstens im Techno-Remix. Ich habe irgendwie in einem Set habe ich Linkin Park und Scatman irgendwie in der knaller Techno-Version gehabt und sowas. Ja gut, in der Techno-Version kann man noch drüber nachdenken, aber in der Originalversion hätte es natürlich nicht gepasst. Ja. Vielen Dank übrigens für dein Follow, Black Chaos Mom. Vielen, vielen Dank. Und Lia, hi. Aber wie gesagt, das war halt sehr angenehm oder sehr positiv, ist auch von den Organisern angemerkt worden, dass halt Leute sich das wirklich ernst genommen haben und für den Anlass auch tatsächlich sich den Kopf gemacht haben. Es waren auch unglaublich viele Leute, ich eingeschlossen, waren ungewöhnlicherweise total nervös vor ihren Sets, was wir normalerweise nicht sind. Normalerweise machen wir halt einen Streamer, dann geht das so für die meisten von uns. Aber na, weil ihr nicht wisst, was euch erwartet, oder? Es ist halt kein normaler Tag. Es geht gar nicht darum, was uns erwartet. Was uns erwartet, wissen wir ja eigentlich. Klar, du weißt nicht, wie viele Zuschauer kommen und so, aber es geht ja darum, es ist ja eine ernsthafte Sache dahinter. Das heißt, du willst es nicht verkacken, du möchtest, dass der Stream wirklich gut läuft, damit die Leute die Spenden raushauen. Mhm. Und da hat natürlich jeder von uns ein echtes Verantwortungsgefühl gehabt. Und das hat natürlich, hat uns alle aufgeregt gemacht. Das kann ich gut verstehen. Und vor allen Dingen aber jetzt am Ende auch stolz. Das Ganze lief 3 Tage fast, oder? Am Freitag, Samstag und Sonntag. Ja, sind 72 Stunden. Das waren jetzt 66 plus 9 mal 75. Ne? Passt auf jeden Fall, ja klar. Ich habe die Zahlen jetzt nicht so im Kopf wie du. Das ist ja klar. Ich lese gerade extra nochmal nach. Ich scroll jetzt gerade mal, was du von mir vorhin wolltest. Aber ganz ehrlich, hier in Chatty irgendwann so ganz weit nach hinten scrollen. Das war das halt, was ich dann nochmal geschrieben habe. Und wenn ich irgendwas überlese, das wird immer mal wieder passieren. Das tut mir leid. Ist ja nicht so schlimm, aber das wollte ich halt nochmal echt kundtun, was wir da erreicht haben. Das ist auch was, da können wir auch echt stolz alle zusammen drauf sein. Das hat keiner von uns mit gerechnet. Wie gesagt, das erste Spendenziel war weniger als die Hälfte von dem, was wir jetzt gekriegt haben. Und ich weiß nicht, ob die Leute, ob die Veranstalter, also die Organizer ernsthaft geglaubt haben, dass sie dieses Ziel erreichen können oder ob das einfach nur so war, ja komm, wir schreiben da mal eine große Zahl hin. Aber was dann halt rumkam, irgendwie, Hammer ist das. Also waren das die Vorstellungen oder was haben Sie sich vorgestellt, was mindestens reinkommt? Ich weiß es nicht. Es stand halt $3,000, stand das ursprüngliche Spendenziel drin. Aber ich weiß halt nicht, ob sie gesagt haben, okay, das kriegen wir hin oder ob sie gedacht haben, okay, das schaffen wir eh nicht. Aber jetzt umgerechnet waren es halt jetzt am Ende $6,600, €5,600. Ja. Das ist auch mega. Also genau, ein Riesenerfolg und dass man auch sagen kann, okay, solche Streams sind nicht nur zur allgemeinen Unterhaltung da und die einzigen, die daran verdienen, sind Twitch und möglicherweise die Partner oder auch weniger die Partner, wissen wir ja auch alle, dass das irgendwie trotzdem immer noch ein Ungleichsverhältnis ist, aber dass das letztendlich auch für den Charity-Gedanken dabei was rumkommt, oder? Das ist eine wirklich schöne Sache. Ich habe keine Ahnung, was die sonst an Spendeneinnahmen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spendenaufkommen von einem Jahr ist oder länger, aber ich weiß es aber nicht. Mhm. Aber das kann gut sein. Die Veranstaltung hieß We Came Together and Beat 2020. Die Veranstaltung hieß the Techno Festival. Eigentlich sollte es wohl ursprünglich Twitch Techno Festival heißen, aber da war dann, ich weiß nicht, ob es schon direkt Ärger gab oder ob das einfach nur Bedenken waren, dass es dann Ärger mit Twitch gibt. Ja, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, dass das der Gedanke, dass das möglicherweise die Leute denken, es sei von Twitch initiiert. Ja, und da muss man sich ein bisschen schützen, in der Tat. Also hier, Dynamic ist auch so ein Marketing-Profi, der wird da auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und nee, lass das nicht so wirken, als wenn Twitch dahinter steckt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke. Wobei ich sag mal, es ist wahrscheinlich aber auch, ich könnte mir vorstellen, dass Twitch jetzt bei so einer Sache vielleicht weniger gesagt hätte, weil es... Nein, sie hätten wahrscheinlich kein Problem damit, aber es ist in der Kommunikation, glaube ich, ist es doch ein bisschen schlauer, das als unabhängig von Twitch darzustellen. Weil sonst nämlich die Menschen, das, was ja nun mal immer bei großen Firmen der Fall ist, hinter Twitch steckt Amazon, weil die Menschen dann oft denken, ja, da wird sich doch Twitch bestimmt noch was für die Verwaltung abziehen, wenn da Twitch dahinter steckt und wenn sobald dieser Eindruck erweckt wird, werden das 50-40% der Menschen auch erstmal denken. Der Techno Festival ist natürlich auch ein schöner Name eigentlich. Ich meine, es wundert mich, dass noch irgendwie Domain thetechnofest.com frei war und erstaunlich irgendwie, dass das noch keiner belegt hatte. Hm.
Ja, aber sonst griffiger Name TTF 2020. Ja, absolut, absolut. Magst du noch mal ganz kurz sagen, für was jetzt letztendlich dieser Gewinn für den guten Zweck verwendet wird? Haben die das eigentlich schon so kommuniziert oder wird das erst noch entschieden? Hier habe ich ja vorhin gesagt, die machen Musikprojekte halt mit benachteiligten, missbrauchten, armen Kindern. Was die genau machen, kann ich jetzt so konkret auch nicht sagen. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen schwammig auf der Webseite. Ich habe mich auch, um es ehrlich zu sein, ich persönlich habe mich damit auch nicht so mit beschäftigt. Ich habe erst sehr spät zugesagt, dass ich mitmache und habe es dann so ein bisschen mitbekommen. Aber halt, wie gesagt, die irgendwie machen die Musikprojekte damit, ja klar, damit die halt Kinder, denen was ich sonst was passiert ist, halt auf andere Gedanken kommen, irgendwie so, ne? Und vielleicht. Also ein bisschen für den musikalischen, entweder eingeschränkten, benachteiligten Nachwuchs. Aber es klingt in der Tat ein bisschen schwammig. Also ich hätte mir da eigentlich eine klarere Aussage gewünscht. Ich kann ja mal schnell mal eben auf die Webseite gucken. Google mal gerne und ich mache währenddessen, ganz ehrlich, mal die angedeutete Pipi-Pause. Ja, mach das doch mal. Wenn du noch so die 10, 15 Minuten Zeit hast, wir quatschen gerne noch einen Augenblick darüber. Ja, geh mal ruhig und ich gucke hier gerade mal eben, was ich finde. Genau, und du kannst mal recherchetechnisch dann uns klar mitteilen, wofür diese 6.600 Dollar dann nun eigentlich verwendet werden. Genau das kann ich denn, das sage ich jetzt nicht, ich kann mal gucken, was auf der Webseite steht, was sie für Projekte so gemacht haben. Okay, dann machen wir es so. Ich mache mal kurz die Pause und bin gleich wieder bei euch. Bis denn. Bis gleich. So. Thank you.
Die Musik ist schöner geworden in der Pause. Okay. Bedanken wir uns alle schön bei Brezelrocks. Dynamic schreibt noch, man sollte solche Events nicht so aufbauen und vor allem nach außen wirken lassen, als wäre Twitch daran involviert und würde das Projekt unterstützen. Immer schön die Distanz halten, auch wenn man über Twitch die Veranstaltung umsetzt. Das sehe ich genauso. Ich muss hier gerade kurz was umstellen. Ich merke, ein kleiner, klitzekleiner Fehler gerade passiert hier. So, meine liebe Julie, bist noch da? Ja, okay, ich weiß gar nicht, man gerade hört, ich sagte, haben wir auch vorhin drüber gesprochen, war dann am Ende ja auch so, wir haben da ja auch nicht den Eindruck erweckt, dass da Twitch hier was mit. Ja, aber es ist nur nochmal, um das klarzustellen. Ja, finde ich schon ganz gut von Dynamic, dass er das so schreibt. Ja, natürlich. Und ich glaube aber, Sting hat da nicht gesungen, oder? Oder war das so? Nein, also ich glaube, das war irgendwas anderes, Bernd. Ich glaube, bei uns hat niemand gesungen, wir haben ja nur DJ-Sets. Das war nur so ein DJ-Set, was heißt nur so, das waren 30 DJ-Sets oder mehr? Nee, 32 DJ-Sets, aber so 30 DJs, weil es haben dann welche kurzfristig abgesagt. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn Leute bei sowas dann irgendwie einen halben Tag vorher absagen, aber gut, man weiß immer nicht, was dahinter steckt. Klar, klar. Okay, hast du herausgefunden, für was das verwendet wird? Aber das Ganze ist also gegründet worden ursprünglich 2005 von einer Gruppe von Musikern und sie haben sich damals ursprünglich darum gekümmert, um Waisenkinder, die durch den Bürgerkrieg in Nepal halt zu Waisenkindern wurden und haben dann haben dort irgendwie ein Heim gebaut und betrieben oder betun das noch und danach haben sie halt angefangen, das auszuweiten und auf Musikprojekte halt auch. Die sind registrierte Stiftung in UK, auch alles kontrolliert und so, 100% freiwillig, das heißt auch keine Verwaltungskosten groß und so. Das haben sie halt, sie haben halt in Nepal und in Kathmandu sowas, sie haben irgendwie, sie schreiben, sie haben zum Beispiel, sie haben dann auch halt anderen Organisationen Geld gestiftet, irgendwie zum Beispiel einer Gruppe, die in Kathmandu sich darum kümmert, dass dann Missbrauchspraktiken in Waisenheimen dort aufgedeckt wurden und in Griechenland, in Athen haben sie irgendwie sich um junge syrische Flüchtlinge gekümmert, beziehungsweise dafür Geld beigetan. In London machen sie Projekte für Workshops und sowas für halt junge Leute, also ja, Kinder und Jugendliche irgendwo, wo sie Workshop Musik und auch sonst wie einfach dass die einfach was, sie schreiben was von kultureller Bildung und so, das ist irgendwie so, das ist halt im scheint so buntes allerlei zu sein, ist halt eine eher kleinere Stiftung. Die haben jetzt, man merkt das auch an der Webseite, dass das halt eben genau, dass da keine Profi-Organisation hintersteckt, wie man das so hat, wie man das ja so kennt, so professionell Fundraising ist das halt eben nicht, sondern das ist halt alles irgendwie selber gemacht und deswegen ist die Darstellung jetzt nicht so toll auf der Webseite. Das ist halt nachteilig, jetzt für die sicherlich in der Außenwirkung wirkt das vielleicht ein bisschen, ja. Aber es ist, ich weiß, die Leute, die das organisiert haben, die haben sich damit beschäftigt und das ist schon echt seriös, was die machen. Ja, klar. Hauptsache, das versiegt nicht im Sande. Also das ist ja ganz, ganz wichtig. Überhaupt nicht. Wie gesagt, die sind halt staatlich überwacht und so, anerkannte Stiftung. Das ist wohl alles in Ordnung. Gut, kann jetzt natürlich keiner von uns verifizieren. Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Also auch gerade wenn Dynamic schreibt, man sollte auch nicht den Eindruck erwecken, dass Twitch dahinter steckt zum Beispiel. Man sollte auch, natürlich eigentlich sollte man in der Kommunikation schon ein bisschen klar darstellen, wofür das dann letztendlich auch verwendet wird und so ein bisschen die Seriosität. Weil ich glaube, ich würde mal behaupten, dass manchmal auch gewisse Dinge unter dem Vorwand von Charity passieren, die vielleicht nicht ganz so 100% astrein sind. Ja, das ist natürlich gut. Ich weiß jetzt nicht, wie das in UK ist. Sie schreiben halt nur, dass sie UK-registered Charity sind und mit einer Nummer. Ja. In Deutschland hätte Gerd halt das Spendensiegel. Ich weiß nicht, was es da in UK gibt. Das Problem ist natürlich, dabei zu sagen, wofür das verwendet wird. Ich gehe mal davon aus, es konnte ja vorher überhaupt keiner wissen, wie viel Kohle jetzt bei der Veranstaltung rumkommt. Wobei das ja eigentlich egal ist, wie viel Kohle rumkommt, sondern aber wenn die halt sonst eine kleine Stiftung sind, die nicht so viel Geld hat, dann können die natürlich, da haben die wahrscheinlich auch nicht so wie die Riesenprojekte und jetzt müssen sie sich wahrscheinlich erstmal überlegen, was sie mit so viel Kohle anstellen können. Sinnvoll. Ja, wobei natürlich eigentlich der Weg, also Dynamic würde mich wahrscheinlich dahingehend unterstützen, der Weg in der Kommunikation, erst am Ende, wenn man weiß, wie viel Geld da ist, zu entscheiden, wofür es dann verwendet wird, den halte ich für fragwürdig. Ich will das ganze Projekt jetzt nicht auseinanderreißen, du weißt, worauf ich hinaus will, oder?
bin da jetzt auch nicht, das Problem ist, da bin ich dann jetzt auch die falsche Ansprechpartnerin. Klar. Da müsstest du halt mit einem der Organizer reden, die sich da einfach tiefgehend damit beschäftigt haben. Ich bin halt nur Teilnehmerin gewesen, habe nur selber die Webseite gelesen und was ich mitgekriegt habe und kann es halt nicht wirklich genau sagen. Deswegen will ich jetzt auch nicht, dass hier der Eindruck vielleicht entsteht, dass das Nein, der Eindruck wird nicht entstehen. Ich hinterfrage solche Sachen generell ein bisschen. Also um das mal klar zu definieren, warum ich das so ein bisschen, du weißt, dass ich als Journalist lange Zeit gearbeitet habe, ich hinterfrage immer eigentlich so ein bisschen alles. Also das ist liegt einfach in unserem Blut einfach drin. Ist ja auch richtig und du hast ja auch vollkommen recht, dass mit Stiftungen viel Schindluder getrieben wird, da bin ich vollkommen bei dir. Ja. Und mir ist es halt auch aufgefallen, dass in den letzten Monaten, ich meine, solange ich bin ja nur auch erst seit fast 5 Monaten, so 4,5, 5 Monate maximal bei Twitch, ernst zu nehmen, streamen eigentlich eher so 3 bis 4 Monate, dieses Konzept steht eigentlich erst seit 3 Monaten und. Und ich hinterfrage solche Sachen natürlich. Und ich habe in der Phase wirklich oft gesehen, dass irgendwelche Charity-Streams angeboten wurden, dass irgendwie ein Streamer dann 24-Stunden Stream oder was auch immer gemacht hat und dann Charity. Und dann wird halt oft auch von der Community nicht so ganz hinterfragt, wofür das eigentlich gedacht ist. Wird einfach angenommen und man spendet einfach. Die Bereitschaft ist ja da, aber es muss ja auch irgendwie kanalisiert sein, es muss gebündelt sein und es muss an die richtigen Stellen kommen. Ansonsten würdest du ja auch sagen, okay, ich meine, wenn du Leute draußen hast, die mit einem Klingelbeutel rumrennen oder mit diesen, wie heißen diese Dinger, diese aus Metall, Klingelbüchsen, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, diese Spendenbüchsen, was ja auch vermehrt, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen analog, ist nicht mehr so digital, in der heutigen Corona-Phase sicherlich auch nicht mehr so stark verbreitet. Ich kenne es noch aus meiner Zeit, ich bin ja noch ein bisschen älteres Semester, wenn jemand draußen rumgerannt ist und geklingelt mit der Büchse geschüttelt hat und gesagt hat, ich möchte da jetzt ein paar Euro reinhaben für den guten Zweck, dann ist meine erste Frage, und ich glaube, das dürfen nicht nur Journalisten fragen, sofort, wofür ist denn das gedacht? Und da werden mir irgendwelche Zettel hingehalten und wird irgendwie gesagt, dafür und dafür. Und dann frage ich natürlich sofort, ja, und wofür soll dann das Geld verwendet werden? Und wenn ich dann keine richtige Antwort bekomme, zweifle ich ein bisschen. Also was ich noch auf der Webseite vorhin gesehen habe, und ich habe jetzt auf unsere eigene, also quasi auf unsere Veranstaltung, die Webseite geguckt, was dort geschrieben ist, weil derjenige, der Organizer, der das gemacht hat, der ist ein bisschen professioneller, hat eine bessere Webseite gemacht als die Stiftung. Tatsächlich auf beiden Seiten wird herausgestellt, dass das halt auch so Wohnprojekte sind. Weil hier ist die Rede von, dass sie den negativen Kreislauf von Obdachlosigkeit, Armut, Kriminalität und Gewalt durchbrechen wollen und dass sie von der Community betriebene Center steht hier haben, die irgendwie ethisch gemanagt werden und self-sustainable also sind und irgendwie erneuerbare Energien und bla und dort machen sie und dort werden halt auch dann eben solche Musikbildung, wenn man das so will, gemacht, also Workshops und sowas. Ich habe das vorhin auch gelesen, irgendwie DJ-Workshops oder sowas. Ja, irgendwie so ist das. Also ich stelle selber fest gerade, dass das alles ein bisschen schwammig ist, aber ich sag mal, ich persönlich glaube an die Sache und ich denke, das ist auch alles irgendwie schon. Ja, wir wollen es auch nicht zu sehr hinterfragen. Ich verstehe schon deinen Punkt, das ist richtig und ich werde das sicherlich mal nochmal im Gespräch mit den Organisern vielleicht mal aufbringen, dass das tatsächlich natürlich nicht ganz unproblematisch ist, wenn das nicht so richtig klar ist. Ja, also ich meine, Dynamic bestätigt ja auch genau das, was ich ja eigentlich von Grund auf auch sofort gesagt habe. Er schreibt ja auch, er findet es erstmal schön, dass so viel Geld zusammengekommen ist. Natürlich ist das in erster Linie gut. Allerdings sollte bei solchen Projekten immer, wirklich immer direkt erwähnt werden, wofür gesammelt wird. Und in der Kommunikation ist sicherlich ein bisschen was schiefgelaufen, weil ich war natürlich auf diesen Seiten drauf, ich war bei dir drauf und exakt das habe ich vermisst. Ich hab's dann nicht mehr bei dir in den Chat reingeschrieben, aber jetzt, wo wir halt unter uns auch ein bisschen drüber reden, natürlich haben wir hier ein bisschen Öffentlichkeit. Ich will niemanden irgendwie anschwärzen, aber du weißt, was ich meine. Für die Zukunft, wenn ihr sowas wieder macht oder du dich auch dran beteiligst, ich würde es hinterfragen. Wirklich. Ist halt ein bisschen schwierig. Du kannst natürlich, wenn du jetzt irgendwie 30 Kanäle dazu bringen willst, dass die dann irgendwie einen vorgegebenen Text auf ihre Seite packen, das Ganze relativ vergessen. Deswegen hatten wir halt einen Bot, der halt regelmäßig in den Chat geschrieben hat, worum es geht. Aber das ist natürlich,
Das darfst du natürlich nicht vergessen. In so einem Format wie Twitch musst du dich kurz halten. Das geht sonst unter. Das heißt, das ist halt die Gegenseite. Wenn du in diesem Geschäft, du kannst nicht mehr als 4 Sätze da bringen. Und die 4 Sätze waren halt tatsächlich das, was ich auch gerade zitiert habe, dass es halt darum geht, was gegen Obdachlosigkeit zu tun und gegen diese Spirale von Gewalt, Obdachlosigkeit, Kriminalität. Und das klingt für mich schon plausibel. Das ist halt auf eine griffige Zusammenfassung gebracht. Ja, ich verstehe den Punkt, und jetzt wo ich sag das selber, ich habe das auch nicht so richtig hinterfragt, und wenn ich das jetzt so denke, ich so, ja, stimmt, sollte man, ich werde das mal. Hat er eigentlich ein bisschen recht, der Falke? Ich will ja auch nur einfach ja, so, na, natürlich zum hast Nachdenken. Du recht, das will ich auch nicht sagen. Ich will nur zum Nachdenken so ein bisschen anregen, und wie gesagt, Dynamic bestätigt es, niemals, ja, niemals hinterher treffen diese Entscheidung. Die Menschen müssen wissen, wofür sie spenden. Und wenn es dann 5 oder 6 Sätze sind, finde ich auch nichts, was dagegen spricht. Ja. Guck dir meinen Nightbot an. Okay, da kann man natürlich auch sagen, das ist ein bisschen viel, Falke, aber letztendlich lesen ist dann auch einfacher als hören, und dementsprechend werde ich auch manchmal dann längere Texte dann drin haben, vielleicht dann nicht mehr so oft gepostet, aber und so weiter. Es muss schon sein. Ich muss dann aber als Gegenrede trotzdem noch auf meinen Punkt bestehen, den ich vorhin gebracht habe, weil ich finde, der ist genauso valide, zu sagen, hey, das ist eine 100% von Freiwilligen geleitete kleine Stiftung, ja, die normalerweise nicht über viel Mittel verfügen. Die können ja nicht vor ihren großen Plan machen, wenn völlig unklar ist, in welcher Größe das. Und ich meine, ich vermute mal, wir haben deren normales Jahresspendeneinkommen mal möglicherweise übertroffen, vielleicht sogar mal mehrfaches. Ich denke, das vermutlich ist eine Situation. Und wir stecken ja auch nicht da drin. Wir wissen ja nicht genau, wie spontan diese Geschichte entstanden ist. Weil ich meine auch gesehen zu haben, wir haben ja eine Woche vorher haben wir nochmal getalkt, da hättest du ja was drüber erzählt. Also wahrscheinlich ist das irgendwie am Donnerstag aufgekommen, und dann habt ihr euch gesagt, wir beteiligen uns, und am Freitag wart ihr schon drauf. Ja, es ist oder? Nein, die Organizer haben, wie gesagt, wie ich das vorhin gesagt habe, die sind vor ungefähr 3 Wochen auf den Gedanken gekommen. Sie haben mich schon vor 1,5 Wochen oder 2 so angeschrieben, aber ich hatte da so ein paar dunkle Tage und habe das irgendwie beiseite geschoben und erstmal keine Entscheidung getroffen. Und habe das dann, ich selber habe es dann halt kurzfristig gesagt, ja komm, ich habe es ab Dienstag, habe ich gesagt. Komm, ich mache da einfach nochmal mit. Habe ich gesagt, komm, es ist okay, ich mache die, weil sie haben gesagt, hey, wir hätten dich gerne als Anfang. Und da habe ich gesagt, ja, komm, ist okay, ich mache das. Zwei Stunden am Anfang mache ich. Und bin dann selber so jetzt da so reingerutscht, und dass ich mich jetzt da so engagiert habe und so viele Stunden aufgebracht habe und so wenig geschlafen, das war alles die ganze Nummer. Wir sind da glaube ich alle so ein bisschen blauäugig rangegangen. Wir werden das wiederholen, und dann werden sicherlich Dinge, die Kritikpunkte und auch sonst was, das wird alles aufgegriffen werden, und nächstes Mal wissen wir mehr. Ja, wie gesagt, verstehe mich nicht falsch, ich finde das wirklich sehr, sehr gut, dass ihr euch dahingehend engagiert, ne? Ja, nein, ich verstehe, ich habe, wie ich gesagt habe, das sind alles valide Kritikpunkte. Absolut. Vielen, vielen Dank übrigens für deinen Host, Silas, und auch für dein Follow Ugulkan. Herzlichen Dank dafür. Und ansonsten gehen jetzt auch sehr, sehr viele ins Bett. Bernd, ich wünsche dir auch eine gute Nacht natürlich. Tomköpf ist noch da, ihr probiert da irgendwas aus, verstehe ich. Ich muss mir deine Streamzeiten aufschreiben. Ich möchte hier öfters reinschauen. Sehr gerne, Silas. Da oben stehen sie, ne? Wenn ich jetzt hier so muss ich hoch zeigen, da stehen sie. Und muss man selber ein bisschen gucken, wo ist denn eigentlich die Schrift? Aha, verstehe. Dragon Hell geht auch ins Bett. Also ihr Lieben, Nachti, Nachti, das merke ich schon, oder das habe ich oft gemerkt in den Streams, dass so Richtung Mitternacht dann natürlich auch viele ins Bett gehen. Das verstehe ich auch, das ist auch gut so. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich werde nicht mehr so lange machen. Also wenn dir jetzt nicht mehr so sehr viel auf dem Herzen liegt, würde ich wahrscheinlich selber auch irgendwann demnächst zum Schluss kommen, es sei denn, die Community will noch irgendwas sagen. Ja. Aber ich will dich auch nicht, also verstehe mich da nicht falsch, und überhaupt nicht abbrechen. Jetzt muss ich aber gerade erstmal sagen, ich musste jetzt gerade lachen, weil ich habe jetzt hier natürlich am Telefon mitbekommen, dass du da irgendwie offensichtlich vermutlich im Stream rumzappelst. Genau, aber nach oben zeigst. Hab dann halt erst 30 Sekunden später die ganze Zeit auf dem Bildschirm gestartet das und gewartet, dass das jetzt passiert. bin ich auch voll bei, weil ich meine, auch du hörst irgendwie, ich habe dann irgendwie so, weil ich halt auch
Das ist schon Stress gewesen, ist Ja, auch heute extrem. Ich habe dann ein bisschen viel geraucht dabei und jetzt oh ist mein System auch je, oh deswegen je. angegriffen. Irgendwie Zunge brennt und so. Jetzt ist deswegen, also ich bin auch echt fertig. Ich habe ja vorhin gesagt, ich setze mich eine Ecke leise zum Sterben an, weil Ja, ich hab's gelesen, das ist natürlich, ja, ist natürlich ein bisschen Sarkasmus, aber es ist halt so, ich habe am Abend noch mit dem Organizer, dem einen, gesprochen und der war mittlerweile so neben der Spur, dass der sich total komisch verhalten hat und irgendwie überhaupt nichts mehr gemerkt hat. Und ungefähr geht uns das allen so, irgendwie zumindest denen, die da richtig engagiert waren. Deswegen sage ich dann jetzt auch, ich Und für wünsche die mir nächste halt. Aktion denkt ihr aber ein bisschen drüber nach, über die Kommunikation. Also Nächstes, Kommunikation ist ein nächstes, wichtiger Punkt und ja. ich kann dir noch kurz aus dem Nähkästchen sozusagen plaudern beim Radio. Radio ist ein Kommunikationsunternehmen und selbst beim Radio sind die Menschen manchmal nicht in der Lage gewesen, richtig zu kommunizieren oder Ja, das ist. intern und die Teams und so weiter und so fort, ne? Man macht Radio und kann selber nicht richtig kommunizieren. Also es war auch oft ein Kritikpunkt von mir, auch wenn ich mal beim Radio irgendwie in einer gewissen Position war und Teams hatte oder so. Kommunikation, selbst bei den Profis ist das nicht immer wirklich gegeben. Deswegen überhaupt kein schlimmer Kritikpunkt, überhaupt nichts, was man jetzt Nein, selber also. großartig hinterfragen sollte. Nur generell, wenn man Charity-Sachen sieht bei Twitch, würde ich genau diese Fragen stellen. Wofür ist Ja, es? Vielleicht noch irgendwo eine Webseite mit einem Impressum oder wenn es irgendwie ausländisch ist, zumindest hinterfragen, wer steckt dahinter und wo landet das Geld. Und na auch klar. in der Tat auch nicht am Ende entscheiden erst, wo das Geld landet, sondern vorher kommunizieren. Das kann auch bedeuten, dass noch mehr Leute viel mehr spenden. Ich Ja. persönlich war der Meinung, als ich bei dir drin war, es ist etwas schwammig und das hat sich halt auch bestätigt. Es war insgesamt schwammig formuliert, hätte besser sein können. Aber das ist ja nichts, was man für die Zukunft nicht mal besser machen kann. Na klar, eine Webseite und so gibt es ja auch. Wie gesagt, ich sag ja, da steht auch eine Registrierungsnummer drauf und so. Ich hab da ja schon drauf geguckt vorher. So ist das ja nicht. Und wäre mir das jetzt richtig unseriös vorgekommen, hätte ich ja sicher nicht daran teilgenommen. Klar. Ich persönlich habe es halt mehr so unter verbucht. Ja, okay, die sagen selber, sie sind halt 100% freiwillig, das machen. Dann gehe ich einfach mal von aus, dass das der Grund ist, warum das alles so ein bisschen unprofessionell aussieht. Ich sage ja, möglicherweise haben die normalerweise ein Jahresbudget, was weiß ich, wie niedrig ist. Ähm, Ja. kann ich, kann ich schon alles verstehen. Wir werden das auf jeden Fall auch wiederholen und das ist ja nicht das Einzige, was, ich will jetzt nicht sagen, schiefgelaufen ist, aber das ist für uns alle ein Lernprozess gewesen und nächstes Mal wird alles deutlich länger vorgeplant und noch andere Dinge vorher geplant und so. Wir sind Aber glücklich wieso, darüber, wie. was ist denn noch schiefgelaufen? Oder was denkst Ja. du, was schiefgelaufen ist? Das sind halt, ja, zum einen, es gab dann irgendwie, klar, sie haben sich dann halt im Hintergrund bemüht, ist ja quasi ein Red-Train gewesen, sprich von einem Kanal zum anderen, und dann gab es da halt ein kompliziertes Protokoll, halt, wer jetzt guckt, ob der Stream okay ist, wer jetzt guckt, ob das Overlay okay ist, wer jetzt sich anhört, ob der Ton okay ist, und dann hat das halt nicht immer so hundertprozentig geklappt, und dann gab es dann gest ich habe gestern bin ich gestern bin ich mit einer der Organizer bin ich echt aneinander geraten deswegen, weil ich irgendwie war im Stream und habe gesagt, hey, das ist jetzt hier okay, weil irgendwie schon 10 Minuten über die Zeit war, und da haben sie mich dann, aber auch sonst irgendwie so, dann ist halt irgendwie eigentlich dann eigentlich sind dann zum Beispiel sowas wie Streamtech, wohltätige Zwecke, ist nicht bei allen gesetzt worden und sowas. Aha, okay. Streamer haben das im Overlay nicht unbedingt so hingekriegt, so wie wir es gemacht haben, war auch zu kompliziert für die Streamer. Das heißt, manche Leute haben da echt Tage mit quasi Tech-Support verbracht, an die Streamer zu beraten, was sie da jetzt einstellen müssten. Ist halt, also für mich war es kein Problem. Aber ich kann diesen ganzen Scheiß auch, und ich kann mir das natürlich dann auch wieder schwer. Und wahrscheinlich die anderen, denen war das auch nicht so richtig klar. So die Leute, die halt so irgendwie ein bisschen Ahnung haben und auch so ein bisschen semi-professionell Stream machen, die können den Kram halt. Und es war nicht, glaube ich, nicht uns klar, dass da auch Streamer drunter sind, die halt, ja, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, wenn man das so will, dem man das alles erklären muss. Und dann gab es halt auch irgendwie so, und dann wollten sie helfen, und dann hieß es dann, gebt uns irgendwie Editorberechtigung für euren Kanal. Da gab es dann auch, das wurde dann auch nicht Da richtig wäre ich mit kommuniziert. vorsichtig, wem du Ja, Editorenrechte gibst. Editor ist eigentlich, da kann man gar nicht so viel mitmachen, das ist eigentlich okay. Aber es ist halt, das größte Problem war, es ist nicht kommuniziert worden. Genau, da sind wir wieder beim, ist echt der gleiche Punkt in anders. Kommunikation, ja, in der Tat. Es ist nicht richtig kommuniziert worden, wofür das jetzt eigentlich notwendig ist und was man damit machen will und was man damit nicht machen will. Und dann sind halt Leute skeptisch geworden. Ich selber hab dann auch gesagt, nee, mache ich nicht.
Ich meine, dann ist das schnell zurückgerudert worden. Aber das sind alles so, es ist halt keine wirklich großen Katastrophen passiert, aber das sind alles so kleine Punkte, die nicht hätten sein müssen und die im Zweifel halt echt Arbeit gemacht haben, Leute angestrengt haben. Ich lese das gerade, ich habe auch auf einem anderen Kanal Editorenrechte. Man kann den Streamtitel ändern, man kann irgendwie einen Raid machen und einen Host. Das ist nicht so schrecklich. Es ist nicht so viel. Das meiste davon ist protokolliert. Aber es ist halt, das ist es halt. Man muss den Leuten halt richtig erklären, auf die zugehen und das hat halt Ja, nicht manche unbedingt wissen gar jeder. nicht, dass sie zwischen Moderatorenrechten und zusätzlich noch Editorenrechten auch unterscheiden können. Also Ja, es gibt eingeschränkte Moderatorenrechte und es gibt dann nochmal zusätzlich die Editorenrechte, die ein persönlich bisschen habe. mehr Freiheiten letztendlich garantieren. Ich persönlich habe mir ein Konzept überlegt, wie man das nächstes Mal macht, wo ich was programmiere. Und dann ist mein Argument, hey Leute, wenn ich das gemacht habe, dann könnt ihr irgendwem vertrauen, weil ich bin Partner auf Twitch und ich habe hier viel mehr zu verlieren, wenn ich irgendeinen Scheiß anstellen würde. Und deswegen stelle ich keinen Scheiß an. Und das ist glaube ich, auch ein gutes Argument. Ja. Irgendwie so. Es ist halt nächstes Mal werde ich auch bei der Orga mit dabei sein und dann werden ein paar Dinge ein bisschen professioneller gemacht, ein bisschen anders gemacht, ein bisschen vereinfacht. Ist halt ein Wollte ich Lernexperiment, gerade sagen, aber da hat doch das Gespräch für heute schon ein bisschen was gebracht, weil dann kannst na du genau klar. das gerne einbringen mit dem schönen Gruß vom Falken. Und wenn das wirklich Hand und Fuß hat, dann machen wir auch einen Talk mit den Veranstaltern, entweder du oder jemand anders, und wir bewerben das im Dann musst Vorfeld. du aber auf Englisch machen. Ja, ich habe kein Problem mit Englisch, Ja, allerdings aber deine Zuschauer meine vielleicht. Zuschauer möglicherweise ein bisschen, Ja, ja, klar. also ich hab auch kein Problem mit Englisch. Ich erzähle mal gerne die Anekdote. Ich habe mal Leute aus Texas getroffen und mich wirklich lange mit ihnen unterhalten und sie meinten, mein Englisch wäre besser als ihres und ich glaube, sie hatten recht damit. Das glaube ich sehr gerne, weil du schreibst ja auch in deinem Stream sehr, sehr schnell und alles auf Englisch, weil du hast auch sehr, sehr viel englische Community. Mach bitte noch mal einen Shoutout für jetzt Julie und erstmal Hallo, Olaf, Nabend, Berlono, ob ich beim Horrorcamp dabei bin. Ich wüsste nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht fragt mich So, irgendwo noch jemand, aber ich glaube nicht. ich klinke mich jetzt aber auch aus, weil ich Ja. merke auch gerade, ich müsste mal irgendwie auf Töpfchen selber gehen Ja. und ich bin jetzt auch echt fertig. Aber Das es hat glaube mich ich. gefreut, mal wieder mit dir gesprochen zu Fand ich haben und auch. kurz berichtet zu haben. Den Input nehme ich gerne auf, muss ich sagen. Das ist halt immer so Betriebsblindheit. Man selber sieht das halt nicht unbedingt Ja, so, wenn man da so logisch. drin steckt. Das ist immer hilfreich, das von außen so eine Info zu kriegen. Ich gebe das gerne, gerne weiter und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und Ja. dann, also ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche allen Zuhörern, Zuschauern einen schönen Abend und ich sag mal bis gelegentlich oder so. Das wünsche ich auch, auf jeden Fall. Okay, mach's Ich gut, danke dir für den ciao. Anruf und bis zum nächsten Mal. Und schön, dass du So. trotz deiner Verfassung heute nochmal vorbeigeschaut hast. Ja, na klar, irgendwie. Ach, ich gammel halt hier noch so ein bisschen rum, so, wo ich eigentlich weiß, eigentlich solltest du schlafen, aber so richtig. Ich muss halt noch so ein bisschen, ich bin dann immer noch so ein bisschen aufgedreht von der Veranstaltung. Ich muss halt immer erst ein bisschen, das geht mir auch nach Auflegen. Gut, das ist jetzt schon ein paar Stunden her, dass ich aufgelegt habe, aber es geht mir nach Auflegen, geht mir das immer so, dass ich mindestens mal eine Stunde, zwei brauche, um erstmal wieder auf ein normales Level zu kommen und dann geht das irgendwann. Jut, Naja. dann also bis gelegentlich. Ciao, Ich ciao. wünsche dir erstmal, wie gesagt, eine schöne Nacht. Erhol dich wirklich. Und man ist ja auch in diesem Rhythmus drin. Also wahrscheinlich wirst du trotzdem noch bis 2 Uhr nachts wach bleiben, auch wenn wir jetzt auflegen. Und